Wir haben heute den 10. November 2009 und ich begrüße hier am Telefon Frank Bornemann von Eloy. Guten Morgen. Guten Morgen. Frank, wir haben also mehrere erfreuliche Anlässe, kann man sagen, weshalb wir uns hier unterhalten. Es gibt, man kann es kaum glauben, nach fast 12 Jahren wieder ein neues Werk von euch, nämlich Visionary. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, eigentlich sind die Ursache oder ist die Ursache für dieses Album, sind eigentlich die Fans und die anhaltende Reaktion auf unsere Musik. Wir haben in der Tat 11 Jahre nichts gemacht und eigentlich war das Kapitel Eloy für uns 1998 abgeschlossen. Aber es ging irgendwie weiter. Ich kam morgens ins Studio und vor der Tür saß eine junge Band mit ihrem Laptop und dann hieß es, ach guck mal, hier ist Frankie. Und dann haben die mich rangewunken und mir auf YouTube alles Mögliche aus meiner Vergangenheit vorgeführt. Also da kam dann ein Clip nach dem anderen und dann kamen viele Fanbriefe. Dann wurde im Laufe der, ich weiß nicht, Mitte des 2000 wurde dann, also Mitte des neuen, wenn man so will, Jahrtausends oder Jahrhunderts oder Jahrzehnts, muss man jetzt in dem Fall ja sagen. Also ich glaube, es ging so 2006 los. Hat unsere frühere Plattenfirma unseren ganzen alten Katalog veröffentlicht, der unglaublich gut verkauft hat, also als Katalog fast schon sensationell. Ja, und zunehmend kriegte ich immer mehr Briefe, Mails, die meist kamen die im Studio an oder beim Verlag oder so irgendwo, wo man glaubte, mich erreichen zu können. Und das nahm dramatisch zu. Also das, und die Fans haben einfach gefordert, macht weiter und irgendwann kannst du dich dann nicht mehr verweigern und irgendwann willst du es auch nicht mehr, sondern du freust dich einfach nur. Und so ist das eigentlich zustande gekommen. Also kann ich auch nur sagen, es ist sehr schön, wenn es so läuft, weil wir erleben ja auch, dass manche Bands praktisch ihre Vergangenheit leugnen oder vergessen wollen oder gar nicht mehr dazu stehen. Und gerade als ich mir das Werk dann wieder eingelegt habe, habe ich mich in mehreren Ebenen gefreut. Erstens, unverkennbar. Zweitens, auch Stimme und alles genauso gemischt wie früher. Und drittens kann man sagen, souverän. Das heißt also, ohne Schnörkel richtig wunderschön weiterproduziert. Das ist nämlich meine Frage. Wenn man jetzt, der Wunsch der Fans ist ja das eine. Der andere ist ja, wie sieht der Musiker das? Will ich mich weiterentwickeln? Will ich ganz was Neues machen? Wie bist du das angegangen? Wie hast du das angefasst? Ja, ich muss sagen, also einfach, ich habe mir eigentlich ganz wenig Gedanken gemacht mal zunächst, sondern für mich war das ja 98 so, dass ich dachte so, ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, was wir zu sagen haben. Wir haben auch so ziemlich alles musikalisch ausprobiert und ausgelebt, was es für uns als Eloy zu machen galt. Und ich hätte das völlig beiseite gelegt. Und als es dann wirklich wieder sich zuspitzte und ich dann auch die anderen Jungs mal kontaktiert hatte, das war ja nicht so einfach, jeder wohnt und lebt woanders. Wir sind ja nicht mehr aus einer Stadt oder wo man nur mal eben um die Ecke geht und den anderen treffen kann, sondern wir leben in anderen Städten, teilweise in anderen Ländern. Ich habe einen Zweitwohnsitz in Paris, wo ich sehr häufig bin. Der andere sitzt in London, der andere in Köln, der andere in Berlin und der nächste in Stuttgart. Ich meine, da sind wir nicht so unbedingt dicht beieinander. Und ich habe ihnen dann allen mal so geschildert, habe gesagt, Jungs, ich glaube, wir haben da noch eine Bringschuld und so, da können wir nicht einfach nicht reagieren. Das wäre jetzt äußerst uncool, das macht man nicht. Auch ein Künstler muss mal seine Dankbarkeit zeigen. Und so haben wir denn dahin gefunden, dass wir alle gesagt haben, gut, wir machen was. Nur das Problem war, dass wir natürlich uns jetzt nicht treffen können, wochenlang in den Übungsraum gehen und proben. Also musste einer die Songs schreiben und das habe ich im Vorfeld dann einfach gemacht. Mehr aus dem Bauch heraus, als dass ich mir jetzt so irgendwie allzu viele Gedanken gemacht habe. Naja, wie soll das jetzt Ganze aussehen? An welches Album lehne ich mich an oder an welchen Spirit? Und stellte dann aber recht schnell fest, dass ich Einflüsse aus allen Epochen hatte. Also jetzt mal, also sogar aus der Anfangszeit, das hat wieder irgendwie rein reflektiert und dann habe ich einfach es gar nicht kopfmäßig gemacht, sondern wirklich aus dem Bauch heraus geschrieben. Mit einer Ausnahme, das ist eben dieser Song The Challenge, wo ich nochmal als Thema von Time to Turn aufgegriffen habe und was aber mehr einen inhaltlichen Grund zunächst mal hatte als einen musikalischen. Und ich wollte einfach zu der ganzen selben Sache nochmal inhaltlich Stellung nehmen, aber nur halt 25 Jahre später, weil sich die Welt natürlich auch verändert hat. Und das ist vielleicht das Einzige, wo man sagen könnte, gut, da sind wir ganz konkret auf eine ganz bestimmte Epoche, auf einen ganz bestimmten Sound, ja sogar auf die gleiche Refrainmelodie nochmal eingegangen. Aber ansonsten ist es ein Album geworden, was einfach so entstanden ist, aus dem Bauch heraus und wo ich dann hinterher feststellen musste, dass ja die Einflüsse nahezu aus allen Epochen kamen. Also nicht nur aus der letzten Phase meinetwegen, sondern wirklich sehr weit zurückgegangen bin noch dabei. Aber nicht bewusst ist, aber jetzt nicht irgendwie mit aller Gewalt versucht, etwas ganz Bestimmtes zu machen und oder auf eine bestimmte Epoche einzugehen. Aber es hat jetzt vielleicht am meisten nachgewirkt. Also ich habe den Eindruck, dass dieses Album irgendwo so, naja, sagen wir mal, zwischen der Dawn und Time to Turn Zeit, dass diese Eindrücke bei mir am stärksten vorhanden waren, als ich das gemacht hatte hier. Ja, trotzdem ist es ja ein Album von heute und was mich besonders gefreut hat, es gibt ja oft so den Effekt, dass manche Künstler sagen, so,
heute habe ich dies und jenes Werkzeug und diesen tollen Synthesizer und dies und das und jenes und jetzt mache ich da so richtig alles rein, was geht. Also das ist hier überhaupt nicht der Fall, weder überladen noch sonst was, auch nicht irgendwie übertrieben arrangiert, sondern eine wirklich konsequente Weiterführung, was mich ja auch sehr freut. Also musstest du dich bremsen oder war das wirklich alles so schon drin? Nein, also bremsen musste ich mich überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich hätte jetzt eher, würde jetzt eher sagen, man sollte diese ganze moderne Technologie und diese modernen Geräte, die es da gibt, die ich übrigens in der Überzahl eher scheußlich finde, also die Keyboards zum Beispiel klingen, die modernen klingen grauenvoll, sondern natürlich gern diese alten Geräte wieder zu benutzen, also diese analogen, tollen Synthes, die viel, viel schönere Sounds haben, aber leider kaum aufzutreiben sind. Also wir hatten sie auch nicht mehr in der Zahl zur Verfügung, wie meinetwegen noch vor über 10 Jahren. Also ich habe eher versucht, mit den Instrumenten zu arbeiten, die einfach im Klangbild auch wirklich zu dem passen, was wir früher gemacht haben. Ich denke mal, dass sie auch sehr prägend waren, diese Instrumente, und dass man eher sich bemühen sollte, genau dies zu tun. Und eine überladene Produktion hätte gar nicht zu uns gepasst. Wenn jemand ein Eloy-Album, sag ich mal, jetzt in den Laden kauft, oder dann will er natürlich auch, dass Eloy drin ist und nicht irgendwie, ich habe irgendwelcher moderner Kram und irgendwelche krampfhaften Versuche, da eine überproduzierte Platte zu machen. Genau das Gegenteil war eigentlich meine Absicht. Also tatsächlich wirklich eine wirkliche, richtige Eloy-Platte zu machen. Ist dir gelungen, kann ich nicht anders sagen. Danke, da freue ich mich. Was mich auch noch gefreut hat, ganz besonders muss ich sagen, weil das war so der Punkt, was wird da jetzt kommen? Gesangsstil und Gesangsmischung zur Musik. Ja. Super, genau wie früher, also keine Änderung, nicht irgendwie irgendwas verändern, verbessern oder verschlimmern oder wie auch immer, sondern auch genau konsequent. Ich denke, das war dir auch, glaube ich, sehr wichtig, ne? Weil das ja eines der Erkennungsmerkmale ist. Man hört sofort, ja, das sind Eloy. Ne? Na gut, also ich muss dazu sagen, dass mir das nicht auf allen Alben meiner Meinung nach gelungen ist. Also ich habe ja zwischendurch mal so ein bisschen herumexperimentiert und bin da auch manchmal etwas übers Ziel geschossen, wenn ich das im Rückblicken so sehe. Wenn ich mir so ein Album wie Destination anhöre, wo ich dann also es mit dem mehrstimmigen Gesang wirklich maßlos übertrieben hätte. Da bin ich dann schnell wieder runtergekommen, weil ich gemerkt habe, also okay, das hast du allen gezeigt, dass du auch vierstimmig singen kannst, aber wo bist du dabei geblieben, und bin also ganz schnell wieder zurückgekehrt. Und genau, wo du gerade von dem Gesang redest, also ich fand immer, dass wir gerade in der Zeit meinetwegen Dawn Ocean und Silent Christ, Mighty Echoes, dass wir also viel mit dem George Nadel-Chef gearbeitet hatten, dass das jemand gewesen ist, der gerade was die Stimme anbelangt, besonders geschickt war, also die Stimme einfach richtig klanglich in Szene zu setzen. Und ich habe mich eher also an diese Ästhetik orientiert, die in der Zeit gewesen ist, als alles, was dann später kam, und habe auch inzwischen wieder zu Geräten gefunden, das muss ich auch sagen, also alte Geräte, schöne alte Mikrofonvorverstärker, die mir da über den Weg gelaufen sind, die ich einsetzen konnte, die also aus dieser Zeit sind. Und vielleicht ist es deswegen so, dass man den Eindruck hat, dass es sehr authentisch auch ist, ne? Also vom Klang, weil die Technik ist diesbezüglich nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Das hört man von ganz vielen Kollegen, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt den Digitalrausch hinter uns, jetzt gucken wir mal, wo die guten Sachen sind, ne? Ja, es ist bei uns so gewesen, also ich kann es ja ruhig sagen, also wir haben die ganzen Aufnahmen sind dann natürlich zunächst mal digital gelaufen, die sind dann aber analog nochmal bearbeitet worden, das heißt, ich habe also alles, was da aufgenommen wurde, nochmal auf Analogbank zurückgespielt und dann wieder hinterher zusammengemischt. Und erst das hat, finde ich, diesen authentischen Sound dann ausgemacht. Wenn das so geblieben wäre, dann wäre das ein völlig anderes Album geworden. Also sicherlich nicht von der Musik, aber vom Klangeindruck. Genau, was man heute macht, man macht die Alben, also man versucht, die so laut wie möglich zu kriegen und pumpt die zusammen und dann kommt da eine Summenkompression drauf, da ist kein Millimeter Dynamik mehr drin. Und auch das habe ich vermieden. Ich sage, also ich will ja keinen Weltrekord in Sachen Lautstärke aufstellen, sondern es ist wichtig, dass die Musik sehr lebendig klingt, sehr dynamisch bleibt, und das ist man auch von früher gewohnt. Also gerade die Meldungen, die ich bekomme, die Briefe, die ich bekam, die Mails und was da alles, also das kam ja ganz klar zum Ausdruck, dass genau die Dinge sind, die ja unsere Fans geschätzt haben. Also die musikalische Dynamik, die drin ist, und eben, dass es sehr warm klingt, dass eben nicht dieser digitale Stacheldraht da, den man da überall hört im Augenblick, und wo der Klärfaktor fast höher ist, als die Klangästhetik eigentlich so zuträglich ist, wäre. Und das sind Dinge, die wollte ich mit aller Gewalt vermeiden. Also du hast gerade das Stichwort gesagt, warm. Genau das ist es. Es klingt richtig schön, warm und im besten Sinne also komfortabel, wie man so schön sagen würde im Englischen. Du hattest das ja auch noch alles drin. Du hast gesagt, du musstest wieder nichts rausquetschen, das ist so geflossen. Die Musiker, die du dann dir wieder geholt hast, wie ist es mit denen gewesen? Haben die sofort gesagt, okay, oder hatten die noch eigene Ideen? Wie geht man das dann an? Man sagt denen ja,
wir machen jetzt wieder eine ILO-Scheibe. Hatten die früher auch Anteile? Wie ist so das Abgerundete geworden, wie die Endstücke quasi? Habt ihr euch da zusammengesetzt und gesagt, kann man hier noch und da noch fallen oder wie läuft sowas? Na gut, ich habe natürlich nicht jeden Ton, den er spielt, etwa vorgeschrieben oder was. Ich meine, das ist klar. Also dass der einzelne Musiker, der da jetzt zugekommen ist, von sich aus auch noch eine Kreativleistung einbringt, das war völlig klar. Und nur eben, sagen wir mal, der ganze Songrahmen, der stand, also der Ablauf, wie geht der Refrain, wie geht die Strophe, welche Zwischenparts sind vorgesehen und so weiter, das stand schon mal gehend. Aber so letzte Feinheiten, die muss dann derjenige einbringen, der dann auch seinem Instrument spielt. Aber die Frage ist nicht unberechtigt. Also wir haben ja lange nichts miteinander gespielt und ich wollte mir nach Möglichkeit wieder eine Band zusammenbringen, die auch schon zusammen auf der Bühne war. Und dann lag ja nahe, dass wir das Line-Up unserer letzten Anniversary-Touren dann wieder zusammenbringen. Das hat auch hingehauen und zum Schluss kam vor allem noch eine Überraschung. Unser früherer Keyboarder Hannes Vollbert, der also ja mit uns auch 5 Alben gemacht hat, ja, der stand plötzlich auch wieder auf dem Plan. Also wir waren schon sehr weit mit der Platte und es gab riesen Abkömmlichkeitsprobleme bei der Produktion, weil jeder natürlich in anderen Verantwortungen stand und ganz woanders lebte sozusagen. Dann doch sich für eine Zeit freimachen musste und dann bei sich dann also alles liegen lassen und beiseite stellen musste. Das war nicht immer so einfach, vor allem wenn es dann zusammenklappen soll. Und so, insofern war das am Schluss so, dass ich sehr froh war, dass dann Hannes noch dazu kam, weil unser Michael Gerlach hatte schon einige zeitliche Probleme. Und der hat sich dann eingebracht und brachte dann aber auch nochmal wirklich wunderbare Synthi-Gedanken dazu, gerade weil er ja nun jemand ist, der mit analogen Synthis einen brillanten Umgang pflegt. Und das war dann nochmal so richtig spannend. Da kam ja so in der Endphase dazu und hat sich hauptsächlich auf die Moog-Synthesizer, also wir haben wieder einen aufgetrieben, gestürzt und hat dann eben ein paar Sachen gemacht, die fast schon typisch für diese Epoche war, wo er auch in der Band war, nicht? Also das ist dann vielleicht dadurch auch eine stärkere Annäherung geworden, gerade an die Ära, in der er auch in der Band gewirkt hat. Also man hört das, glaube ich. Also man hört seine Handschrift raus. Man hört sofort, das könnte wahrscheinlich nicht Michael Gerlach gespielt haben, sondern das ist buchstäblich typisch für ihn. Oder wo zum Beispiel, wo ich überhaupt nicht rangehe, ich kümmere mich zum Beispiel nicht um Bassfiguren. Also weil ich weiß, dass Klaus Vedamazio ein Bassist ist, der hinterher sowieso nochmal alles irgendwie richtig dreht, ja. Und einen ganz, ganz eigenen Stil hat, den auch, glaube ich, den man auch nicht so unbedingt voraussehen kann. Man ahnt ungefähr, mit was er kommt, und wenn er denn kommt, ist es doch noch anders, als man es erwartet hat. Also er ist nun wirklich jemand, der sehr gestalterisch spielt, auch mehr in nicht einfach nur unten fühlt, was viele Bassisten machen oder was gängig ist, sondern er bringt da ganze Motive auf den Bass an und die fügt die einfach hinzu. Und das Seltsame ist, der Song kann so fertig sein, wie er will, es passt hinterher wunderbar zusammen, aber es kriegt nochmal eine ganz neue Dimension. Und das hat er wieder einmal so toll gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich war richtig, also ich war sehr erstaunt. Also das ist nach dieser langen Zeit, dass er überhaupt in der Lage war, so brillant zu spielen. Also der hat mich eigentlich am meisten überrascht von allen. Also ich kann auch nur sagen, das Ganze klingt wirklich äußerst homogen und ich muss wirklich sagen, jetzt nicht um irgendwie zu schleimen, aber für mich ist das auch eins der besten ILO-Alben, weil ja, es stimmt irgendwo alles. Vielleicht ist es auch so, wirst du vielleicht besser beurteilen können als ich, dass ihr vielleicht zeitlich jetzt gerade mit der Musik angekommen seid, dass die Musik eigentlich immer schon so in diese Zeit gehört hat und ihr vielleicht in vielen Dingen einfach vorausfahrt. Ja, ich muss ehrlich sagen, das weiß ich nicht so recht, das glaube ich, mag ich nicht so recht glauben, weil wenn ich den Zeitgeist beobachte, dann habe ich eher ein flaues Gefühl im Bauch. Und denn ich glaube nicht, dass wir gerade in einer Zeit leben, die sich diesbezüglich mit Ruhm bekleckert. Also wir haben, das Musikbusiness hat sich sehr, sehr stark gegen die Kreativität gewandt. Ich denke mal, dass das, was wir in Deutschland hier erleben, also in den Medien, in Sachen Musik, das ist dann wirklich alles andere als erfreulich. Ich glaube, weder erfreulich für die Künstler noch erfreulich für die Fans. Und das Bild des Künstlers, was dir vermittelt wird, wenn man sich hier so die Fernsehshows anschaut, wie DSDS oder Popstars und so weiter, das ist wirklich sehr erbarmungswürdig, finde ich. Und kreative Musik, also ich hätte schon fast gesagt, unzensiert von der Musikindustrie noch zu entwickeln, war ja in lange Zeit kaum möglich. Es gab ja immer, die Bands kriegten ja Auflagen von den Plattenfirmen, ganz bestimmte Dinge zu machen, und wenn sie die nicht machten, dann waren sie auch schnell wieder weg. Und überhaupt richtiges Artist Development, richtiger Aufbau von Gruppen und Musik, also dass man den Bands Gelegenheit gibt, sich zu entwickeln über einige Alben, über einige Zeit, und das als Plattenfirma einfach wirklich supportet und fördert,
das ist etwas, was ja gar nicht mehr in unsere Zeit passt oder scheinbar nicht passt. Ich glaube, es wäre schön, wenn es das noch gäbe, aber ich muss sagen, ich vermisse das nicht erst seit ein paar Jahren, sondern man kann schon fast von Jahrzehnten hier reden. Und das ist etwas, wo ich denke, ja gut, also wir haben es davon nie beeinflussen lassen, das muss ich sagen, und haben es einfach gewagt, immer das zu machen, wovon wir überzeugt waren. Sicherlich waren wir da nicht die Einzigen. Wir haben mit Sicherheit dadurch natürlich auch eins erreicht, dass wir eine Fangemeinde haben, die uns so über Jahrzehnte hinweg mitgenommen hat und dafür sorgt, dass diese Band heute überhaupt noch existiert. Darauf bin ich sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Und da interessiert mich nicht, ob ich da noch eine goldene Meer an der Wand hängen habe oder nicht, sondern es kommt jetzt wirklich darauf an, es geht ja eigentlich um Musik und sonst gar nichts. Ja, ich wollte nur sagen, also wir erleben aber jetzt umgedreht auch die Trends, also wenn wir gucken zum Beispiel so Fantasy-Festivals und dann diese Rave-Gothic-Geschichten, das Verkleiden, dass der Prog in vielen Bands, internationalen Bands auch gefeiert wird, also ich sage mal so, es gibt durchaus auch noch eine Szene, die vielleicht jetzt in Deutschland nicht so gerade, wer weiß wie bestimmt ist, aber wo das also gerade gefeiert wird, was ihr immer schon gemacht habt. Ne? Ja, also das kann ich auch bestätigen. Ich meine jetzt nur eben, das Musikbusiness als solches damit umgeht. Diese Szene, von der du sprichst, die Szene ist irgendwie in ihrer Art autark, die existiert und die braucht diesen Support, von TV-Anstalten und sage ich mal kommerziellen Radiosendern, nicht mit aller Gewalt, sondern das ist eine Szene, die da versammeln sich wirkliche Musikfans, die einen Anspruch haben an die Musik, die sie hören, und das da kann draußen drumherum sonst was passieren, das läuft und funktioniert auch in diesem, und dank Internet ist man ja heutzutage auch in der Lage, da miteinander zu kommunizieren und sich entsprechend zu vernetzen. Von daher hast du völlig recht, da bewegt sich gerade wieder was. Ne? Das wäre jetzt nämlich auch, führt praktisch nahtlos über. Gut, das Ding ist jetzt also quasi raus. Jetzt kommt natürlich logischerweise der Hunger der Fans, wir wollen das auch sehen. Also das heißt, du kannst mir nicht sagen, dass ihr euch nicht Gedanken gemacht habt, was machen wir, wenn die jetzt Uhr gehen. Was kann man da erwarten oder welche Gedanken hast du dir da jetzt so gemacht? Also ehrlich gesagt, auch wenn es vielleicht nicht so toll klingt, aber über Live habe ich mir zunächst mal nicht so viele Gedanken gemacht. Ich wollte es erstmal schaffen, überhaupt ein Album hinzubekommen. Unter diesen doch sehr schwierigen Umständen, die wir nun mal haben heutzutage. Und also wir jetzt bedingt durch diese räumliche große Trennung und die unterschiedlichen Verpflichtungen. Und dann natürlich, je fertiger das Ganze wurde, je mehr es dem Ende entgegenging mit dem Album, dass man absehen konnte, dass man das auch schaffen würde. Und kommt natürlich in dem Moment der Gedanke auf, ja, was machen wir denn, wenn jetzt wirklich so eine Nachfrage nach Live entsteht. Und ich muss sagen, sie entsteht ja wirklich. International werde ich ja hier also bombardiert mit Anfragen. Es ist tatsächlich so. Das Problem ist allerdings natürlich, dass es einfach nicht, im Augenblick überhaupt nicht geht. Dass wir also noch machen könnten, was wir wollten und noch so guten Willens sein. Wir wären gar nicht in der Lage, jetzt über Nacht mal eben unsere Sachen zu packen, so huhu, jetzt machen wir mal eben eine Tournee und spielen mal live. Denn wenn man das als Projekt macht, das heißt Frank Bornemann singt und andere Musiker zusammen. Gottes Willen, das kann ich doch den Fans nicht zumuten. Also ich bin doch nicht, ihr läuft doch keine Solo-Veranstaltung. Also ich finde, das wäre ja der schlimmste Fake und finde ich dann der mieseste Betrug an den Fans, den man sich vorstellen kann. Das würde ich niemals tun. Ich meine jetzt ähnlich wie bei Pink Floyd sozusagen. Also mit durchaus hier und da einzelnen Leuten, die ausgewechselt werden, eben halt, weil es so vielleicht bei dem einen oder anderen nicht geht. Die haben das ja auch gemacht. Ja gut, also bei Pink Floyd ist es, muss man dazu auch noch sagen, dass erstens mal, na gut, also letztens Roger Waters draußen waren es ja auch nur noch drei Leute und Rick White leider gestorben ist, ist es ja noch mehr reduziert. Und solche Bands sind ja nun von traurigen Umständen begleitet, die hier bei uns Gottlob nicht vorliegen. Aber das glaube ich, das halte ich für sehr kritisch. Das ist so ohne weiteres nicht machbar, weil, weißt du, jeder von denen, die also hier in der Band sind, haben ja ganz bestimmte Sachen gemacht und die müsste dann in anderer Nacht spielen und nachempfinden. Und das kann man alles tun. Aber ich glaube, das ist einfach, das würde auch keiner von uns wollen, also auch keiner von den Musikern wollen. Und also es würde eine Mordsunruhe geben. Also wenn du jetzt eine Musik machst, die so komplex ist wie unsere, also ist es so, wenn wir jetzt eine Drei-Gitarren-Band wären, sag ich mal. Also jetzt meinetwegen, wir wären Status Quo, AC/DC oder mal ganz ein paar, die jeder kennt, rauszunehmen. Die stellen sich mit drei Gitarren auf die Bühne und da kommen drei Marshall-Verstärker hin und dann können die eigentlich live spielen ohne Anstrengung. Bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Da muss ein riesen Instrumentepark aufgebaut werden. Ich muss meine Backing-Sängerin auch wieder mitnehmen, denn überall, wo Mehrstimmigkeit ist, muss das ja wieder auftauchen. Dann brauchen wir wahrscheinlich sogar zwei Leute, die also ein Keyboard spielen, manche schreckenweise, weil der Keyboard hat halt nur zwei Hände.
Und das nächste wäre dann muss auch eine Produktion gemacht werden. Das heißt also, das Ganze muss ja auch visualisiert werden. Die Leute erwarten ja, wenn sie zu uns ins Konzert gehen, dass sie auch was sehen, dass es also auch toll aussieht. Also muss ein tolles Lichtdesign gemacht werden. Es wird wieder mit Projektionen gearbeitet, möglichst wieder mit Quadro oder Surround und so weiter. Also da musst du Rehearsals machen, dann musst du die richtigen technischen Leute zusammenbringen und so weiter. Das ist nicht mal eben so husch die wusch auf die Beine gestellt. Also bei uns ist das mit einem gewaltigen Aufwand verbunden. Dazu kommt noch, dass wir alle ja nun 11 Jahre gar nicht miteinander gespielt haben. Die müssen erstmal die Songs sich drauf schaffen, dann können wir die Fans nicht abspeisen mit 90 Minuten, sondern dann müssen wir also mindestens mal 2,5 Stunden uns da oben, ne? Richtig, müssen wir richtig was anstudieren und müssen versuchen, also ein Repertoire zu bringen über diese, was diese ganze, sag ich mal, die ganze Ära Eloy so ein bisschen repräsentiert. Und wahrscheinlich, selbst wenn du 2,5 Stunden spielst, wird es immer noch Leute geben, die dann sagen, hätten sie mal dies oder hätten sie mal das gemacht. Und das kenne ich ja auch vom letzten Mal. Also da ist ein irrer Aufwand drin. Wir haben letztes Mal ja auch eine ganze Weile proben müssen, bevor wir es überhaupt spielen konnten. Und wenn man das macht, um meinetwegen 1 oder 2 Abende zu haben und dabei gleich eine DVD aufzunehmen, zu sagen, Freunde, wir können zwar nicht auf Tour, aber ihr könnt euch die Aufführung dieses Werkes vor Live-Publikum angucken. Ja gut, das wäre natürlich, das darüber wurde auch schon, also wir denken ja gerade in alle Richtungen, also besonders unser Martin, der das Label macht, denkt ja auch in alle Richtungen. Klar, natürlich muss man sagen, ob du jetzt für einen Gig diesen ganzen Aufwand machst oder für 10, das ist noch dann wirklich gerade ein Unterschied. Also wenn du diesen Stress machst, also wenn wir das wirklich gut performen wollen, wenn wir wirklich ein gutes Programm wirklich eingespielt und routiniert rüberbringen wollen, dann müssen wir, das sage ich also ganz klar, glaube ich nicht, dass wir weniger als 3 Wochen am Stück müssen wir proben. Und zwar bis das Wasser sozusagen im Marsch kocht. Weil das müssen wir machen. Weil wir sind ja überhaupt nicht mehr aufeinander eingestellt, schon gar nicht mit dem alten Material. Und wir müssen viel, viel dabei zusammenbringen. Und wir müssen da richtig klotzen. Wir wollen ja richtig gut sein. Und das nicht irgendwie, naja, das haben wir so einigermaßen drauf, das genügt ja nicht. Wir wollen ja richtig, also da habe ich den Anspruch, es muss auch wirklich richtig funken. Und da brauchst du das. Und 3 Wochen, das heißt, wenn du, also ich gebe ein Beispiel, Klaus-Peter Mazzio, das ist unser Bassist, der ist Geschäftsführer bei Peter Rieger Konzerts. Der macht die Rolling Stones, der macht Paul McCartney, der macht Pink, der macht Tina Turner und so weiter. So, und jetzt kann ich morgen Gründungen zu Paul McCartney sagen, Paul, tut mir leid, aber ich muss mal eben weg, ja. Ja, verstehst du das? Also nur damit sich mal die Leute sich wirklich klar machen, was das für ein Aufwand ist. Ne? Also das ist einfach, es ist nicht einfach mal eben. Oder der andere, der da in London, wenn ich wieder mit Steve spiele, der da in seine Verpflichtung hat und bei einem Sender sogar arbeitet und da seine Selbstständigkeit hat, der kann nicht einfach sagen, so, also Leute, tut mir leid, jetzt muss ich erstmal 3 Wochen mal nichts, brauche kein Handy. Ich möchte noch nicht im Übungsraum stehen, alle 2 Minuten klingelt da irgend so ein Handy bei irgendjemandem und dann sitzt irgendein Idiot am anderen Ende und blubbert den voll, dass irgendwas bei ihm zu Hause oder in seiner Firma nicht läuft oder irgend sowas. Das ist doch ein Albtraum. Ja, das heißt, man muss sich die Praxis vorstellen. Also wenn man jetzt als Fan da ist und ist außen vor, sag ich mal, dann kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Wir sind seit 11 Jahren, haben wir nichts mehr zusammen gemacht. Jeder hat eine Existenz und jeder hat sich was aufgebaut, natürlich auch. Der eine im musikalischen Bereich, der andere macht wieder was anderes. Also Hannes zum Beispiel, der arbeitet auch als Therapeut, ja. Und hat eine eigene Praxis zum Beispiel, macht natürlich noch Musik ein bisschen, nicht? Aber eben macht nicht nur Musik, ja, als gutes Beispiel jetzt mal. Der kann nicht unter 3 Wochen seinen Patienten sagen, könnt mich mal, ja, oder solche Sachen. Das ist alles nicht so einfach. Das war früher einfacher, wo wir alle dichter zusammen wohnten. Da hätte es ja noch auch gereicht und gesagt, na gut, dann gehe ich, wenn die Leute noch sonst hier irgendwie existenziellen Verpflichtungen haben, dann hätte man die tagsüber machen können und abends trifft man sich in den Übungsraum und dann klotzt man mal ein paar Stunden. Das ist ja alles easy. Aber du musst dir bitte vorstellen, dass wir alle wirklich an anderen Flecken der Welt sitzen. Ich sitze meistens jetzt in Paris, der eine sitzt in London, der dritte sitzt in Köln und fährt mit irgendwelchen Weltstars hier durch die Gegend, wie mit Matze. Der andere ist irgendwo dazwischen Fulda und ich weiß nicht, und Kassel da in das ist ein kleines Dorf, wo er wohnt, und in der Ecke, da macht Hannes seine Sachen zum Beispiel, und Michael Gerlach in Berlin auch. Dazu kommt noch, dass er auch zwischendurch immense gesundheitliche Probleme hatte, also das und auch noch obendrauf. Also so einfach ist das nicht. Also ich kann nicht aber mit dem Finger schnippen und wumms ist die Band zusammen. Aber du wirst verstehen, dass ich die Frage im Interesse der Fans stellen muss. Ja, natürlich, die stellen uns ja viele. Es ist nur, was meinst du, wie schwer es mir fällt, die immer so, ich weiß nicht, also dann eben meistens auch so zu beantworten, dass ich sage, Leute, ich schaff's jetzt nicht. Und ich mache in Frankreich eine Rockoper, ein Musical. Ja, also, was soll ich denn nun? Hier proben oder das Musical da fertig machen? Da stehe ich im Wort, da habe ich Verpflichtungen, da habe ich Musiker engagiert, da habe ich Kooperationen.
Und sind auch zum Teil meine Eloy-Musiker bei. Es wird ja auch ein Projekt, was einen ganz großen starken Teil von Eloy hat, also was da gerade entsteht. Und das, ich glaube, das ist das komplexeste und größte Unternehmen, was ich in dieser Richtung jemals gemacht habe. Ja, man nennt es auch mit Namen. Das heißt die Vision, das Schwert und das Feuer, oder es gibt es in drei Sprachen. Das heißt, the Vision, the Sword and the Pyre, ist das in England, da habe ich das Feuer nicht so metaphorisch, sondern in den Scheiterhaufen genommen. In Französisch ist es La Vision, l'épée et le bûcher. Ja, das sind die drei Titel, und das geht also wirklich um Jeanne d'Arc, das wird so ein Drei-Chapter-Geschichte, die da also ablaufen wird. Also wirklich auch mit großer Besetzung, wie man sie kennt von den Jeanne d'Arc-Songs, so auch wie man es kennt von The Answer auf dem letzten Album. Es wird noch orchestrales Material geben, also richtig, und es wird natürlich auch ein Teil von der Rockband kommen. Es wird also sehr authentische Instrumente geben, wie man sie aus der Weltmusik kennt, wie war ich bei Lorena McKennett oder wo. Also da werden Dinge zusammenfließen. Ich glaube, wird der Eloy-Fan, ich glaube, der die Eloy-Musik macht, der wird sich wirklich freuen können. Das wird ein ganz, ganz, ganz tolles Ding. Und da seid ihr auch live zugange? Da werden wir richtig live aufführen, ja. Aber natürlich nicht mit der Band Eloy, die dann also auf Tournee geht, sondern das ist dann eben ein großes Projekt, wo auch viele, viele internationale Musiker dabei sind. Naja, aber ich will sagen, also da hat man dann nochmal die Chance, zum Beispiel eben als Fan zu sehen, guck, der Frank ist da noch zugange und. Ja, natürlich, klar. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass ich wir sind alle Zeiten sagen würde, von uns ist live nichts. Ich sage ja niemals nie. Ja. Nur ich sehe die Realität ins Auge. Wir können nicht sagen, so, jetzt machen wir zu dieser Platte jetzt eine Live-Tour. Das kriegen wir nie im Leben auf die Bretter. Ja, so schnell kann kein Mensch also den Lenker und seine ganze Lebensplanung rumreißen. Das ist nahezu ausgeschlossen. Abgesehen davon kann der Fan ja auch froh sein, dass er immerhin, wenn man sagt, okay, die Band gibt es zwar als Band in der Form nicht mehr, dass sie jetzt auftritt, aber die Jungs gehen hier und da nochmal ins Studio und sie leben noch. Und das ist ja das, was eigentlich dann besonders freut. Und in diesem Falle, so wie bei mir, wo ich das jetzt nicht vorher gewusst habe, auf einmal liegt die Scheibe da und man ist hin und weg. Ich meine, daran sollte man sich ja auch erstmal freuen. Ja, das habe ich auch gedacht, und so war es ja auch eigentlich gemeint. Ich meine, alle haben gesagt, Mensch, es wird aber nicht so einfach, und ich kann jetzt nicht in ein paar Wochen einfach zur Produktion kommen. Das war ja schon da fing es ja schon mit an. Ich meine, ich muss das ganz offen gestehen, ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht, um dieses Album Stück für Stück zu realisieren. Mhm. Immer wieder. Warum? Weil natürlich, dann kann der eine, manchmal konnten sie gar nicht alle auf einmal. Also für die Grundplaybacks einspielen natürlich schon, aber dann mussten Keyboards speziell aufgenommen werden. Dann reicht es ja, wenn der Keyboarder da ist. Dann muss der Gitarrist ja übrigens oder der Bassist nicht daneben stehen und währenddessen im Flur einen Kaffee trinken. Das ist klar, dann hat man eben wirklich auch parallel gearbeitet. Mal mit diesem und mal mit jenem, wie er abkömmlich war. Ich habe mich da sehr nach den Jungs richten müssen. Und das, so eine Planung ist auch nicht gerade unbedingt unanstrengend. Ich sage das wirklich, ich produziere auch lieber so, weißt du, so nach einem Streifen weg und alles. Ich kann so arbeiten, wie es gerade anfällt oder wie es vielleicht auch gerade erforderlich ist in dem Augenblick, sondern ich musste immer wieder auf diese Dinge und auf diese Kompromisse musste ich natürlich Rücksicht nehmen. Aber letztlich kam es ja nur darauf an, dass wir ein richtiges, echtes Eloy-Album haben, nicht mit irgendwelchen Studiomusikern oder was, sondern das, genau das würde ich nie im Leben tun. Und hat gesagt, nee, also jetzt sollen auch genau die Leute kommen, die auch wirklich Eloy sind und nicht, und alles andere hier geht gar nicht, sonst wird es auch nicht so klingen. Und ich will unbedingt ein Album machen, wo die Fans auch hören, aha, sie waren wieder zusammen. Wie lange war jetzt der Zeitraum der Aufnahmen? Also von wann, wie lange hat das jetzt? Na, ich habe also, das ist wirklich schrecklich, wenn ich das jetzt sage. Ich habe also, wir haben im Dezember letzten Jahres haben wir die ersten Takes aufgenommen. Hm. Und fertig geworden bin ich ja jetzt erst bevor ich letztes Mal in Frankreich war, muss ich mal kurz überlegen, das war im September. Oh, ja, dann hat es aber wirklich gedauert, ja. Ja, hat es auch. Das ist ja das, was ich meine. Und wenn du das kannst du beim Album ja noch, kriegst du das ja noch unter einen Hut. Aber wie willst du das machen, wenn du eine Rehearsal hast, wenn du eine Probe hast und sollst dann anschließend live spielen? Da musst du also noch, da müssen alle zum selben Zeitpunkt einen riesen Slot haben, ja. Also sich da einfach, also da kannst du, da brauchst du dir erstmal 5-6 Wochen nichts vornehmen. Wenn du, also wie gesagt, für einen Gig, das ist idiotisch, weil dann du machst das ganze Ding für einen, da wirst du weich, ja. Also da ist es dann besser, du probst und dann kommst du auch wirklich diesen Live-Verpflichtungen nach, dann kannst du sie auch spielen. Dann ist ja alles fertig im Grunde. Dann braucht der Zug ja nur fahren und dann geht es ja meist nur um, da musst du ja nicht 50 Konzerte spielen. Also das wäre dann schon denkbar. Und die Sache mit der DVD, die du sagst, ist allerdings relativ, die finde ich ziemlich interessant, diesen Gedanken, dass man es dann auch mit wirklich dokumentiert, ne. Also da muss man dann wirklich mal gucken, ob das und wie man dann, nur im Moment brauche ich mir darüber gar nicht einen Kopf zermachen, ich kann ja selber nicht. Ich fahre jetzt wieder nach Paris und muss
da weitermachen. Wenn man jetzt sagt, was weiß ich, wir haben 2010, was, ich spinne jetzt mal rum, im Juli an dem und dem 2-3 Tage Zeit, mieten uns dann, was weiß ich, eine schöne Location, können alles in Ruhe eingerichtet haben und machen dann 3 Konzerte. Vorher üben ist eine andere Sache, aber würde das exzellent auf DVD aufnehmen und würde sagen, so Freunde, jetzt haben wir also ein schönes Konzert, was dann weltweit gekauft werden kann. Touren können wir nicht, aber da könnt ihr es einmal sehen, abgesehen davon, dass natürlich aus der ganzen Welt welche da hinkommen könnten. Aber das wäre dann eine Gelegenheit, weil also die Musik würde ja wirklich danach verlangen, dass man sich das auch nochmal so angucken könnte. Ja, sowas könnte man kann das, das wäre überhaupt die einzige, dass man sagt, pass auf, Kinder, jeder von euch macht ja Urlaub, ihr in diesem Jahr verzichten wir alle. Und wir nutzen unsere Freizeit sozusagen, die wir da von allen anderen beruflichen Verpflichtungen haben, die benutzen wir jetzt ganz einfach mal, um jetzt genau dieses Unternehmen zusammenzubringen. Dann mal gucken, wie die Reaktionen sind, und unter Umständen war es dann genau das Richtige. Und ich sag mal so, ihr wart für mich und seid ja auch immer eine der Speerspitzen gewesen, wer weiß, welche Impulse das auch noch abstrahlt. Dass andere sagen, ja guck mal, dieser totgesagte Musikstil oder sonst was der noch wieder hervorbringt, mal ganz ohne irgendwelchen Hype von irgendwo von außen, sondern wo einfach die Fans dankbar sind und sagen, jawohl, Mensch, das wollen wir doch haben. Ja, das ist klar. Also ich finde es persönlich großartig, das ist ja ganz klar, dass das was man uns da an Wertschätzung entgegenbringt, und das lässt uns ja hier nicht kalt. Und von daher macht man sich dann auch Gedanken. Ja, also es ist nur so, dass das gebe ich auch ganz offen zu, dass mich also dieser ganze normale Musikbusiness-Rummel, dass der mir ehrlich gesagt wirklich, ich kann wunderbar ohne den leben und bin da gar nicht mehr scharf drauf und gebe mich da auch nicht hin, sondern wirklich, wir machen unsere Musik wirklich für diejenigen, die auch wirklich, das auch wirklich zu schätzen wissen und uns das auch zeigen. Und all das andere, und ob da irgendwie ein Musikkritiker hier oder ein Redakteur von was weiß ich da, der irgendwo sonst hier irgendwelche, Popmusik vom Tage spielt, also uns da nun also besonders feiert, das ist mir im Augenblick ehrlich gesagt völlig egal, das wird mir auch immer egal bleiben. Wir haben diesen Komfort, dass wir sagen können, okay, wir haben eine starke Fangemeinde hinter uns und mit der sind wir furchtbar glücklich, und wenn sie wächst, freuen wir uns umso mehr. Aber wir wollen nicht mehr in diesen ganzen Klamauk rein, weißt du? Das merkt man auch, finde ich, der CD an, dass sie so, also ohne irgendwelche Drucke oder Äußerlichkeiten oder Beeinflussungen entstanden ist, weil genau was du sagst, ihr habt das gemacht, weil ihr es wolltet und nicht, weil ihr es musstet. Und es gibt noch einen anderen schönen Spruch, den man hier vielleicht wunderbar anbringen kann. Lange Zeit war das ja so eine Nische, diese Independent, Krautrock und so, hat ja keiner geglaubt, dass das wieder hochkommt. Die Nischen wachsen. Und mittlerweile sind das ja schon Sparten geworden, die größer geworden sind, während andere ja geschrumpft sind, ne? Ja gut, aber es ist doch ganz klar. Also weißt du, es gibt diesen schönen Satz, den habe ich mal vor ein paar einigen Jahren selbst geprägt, also der heißt Real Music from Real Artists. Ja. Und das ist einfach so, das wollte ich, als ist auch das Motto und des Labels, was wir hier machen, dass wir sagen, also zu uns oder zu Martin kommen ja nur diejenigen Künstler, die auch wirklich, es wirklich satt sind, sich von der Musikindustrie da in ein Korsett pressen zu lassen, und die einfach sagen, also uns ist unsere Musik, unsere Sache eigentlich wichtig, und nur das wird also unsere Musikkultur wieder beleben. Ansonsten, weißt du, dann werden wir in einerlei versinken. Denn wer soll denn sich auch wirklich für irgendwelche Künstler interessieren, deren Verfalldatum also schon mal, ich sag mal, beim ersten Auftreten klar ist, ja. Das sind so Sachen, die, ich glaube, da müssen wir wirklich in eine andere Ästhetik finden. Und ich freue mich, dass es möglich ist, dass die Leute sich jetzt auch einfach durchsetzen, weißt du? Die also jetzt, das bezieht sich ja nicht etwa nur auf uns, sondern da gibt es ja noch einige andere, an denen man das auch beobachten kann. Und deswegen sage ich mal, das gibt wieder Hoffnung, dass Musik wieder richtig Spaß machen kann und dass es auch wieder eine ganz andere Bedeutung bekommt. Ja, und dass die Wertschätzung auch der alten Musiker, also alt in Anführungsstriche, dass die auch wächst, das finde ich so gut. Also, dass die Leute nicht vergessen werden. Also, es ist ja so, viele von denen, weißt du ja selber, haben in den Zeiten, als sie praktisch also ihre Hochzeiten hatten, von der Presse praktisch gar nichts zu erwarten oder wurden wegen irgendwelcher, ich sag mal wirklich heute aus heutiger Sicht, Witzigkeit niedergemacht. Und dann finde ich es doch gut, wenn die Ehrungen, auch wenn sie vielleicht bei manchen spät kommen, aber wenn sie kommen und wenn sie eben nicht vergessen sind. Und wie du schon sagst, wer weiß, ob man aus den heutigen Hitparaden in 30 Jahren auch überhaupt irgendwas kennt. Ja, das stimmt. Also ich meine, das überrascht mich sehr. Also wenn mir einer gesagt hätte in den 70er Jahren, also pass mal auf, in 10 Jahren gibt es eure Musik noch, dann hätte ich gesagt, das würde ich mir wünschen, schon ein hoher Ansatz. Und wenn mir da einer gesagt hätte, nach 20 Jahren hört das nur einer, dann hätte ich gesagt, naja, also
Also wieder Wunschvater des Gedanken, das vermag ich nicht so recht nachzuvollziehen. Wenn mir einer gar gesagt hätte, nach 30 Jahren, dann hätte ich sofort in die geschlossene Anstalt eingeliefert, wegen Halluzinationen oder sowas. Ich bin wirklich unwahrscheinlich überrascht und bin auch unheimlich dankbar. Was einen schöneren Lohn kannst du als Musiker nicht haben. Umgedreht kann ich nur sagen, also aus der anderen Sicht, ist aber auch schön, wenn die Musiker dazu stehen, was wie gesagt leider nicht alle tun. Aber wenn man eben weiß, okay, also man hat da ja wohl irgendwas richtig gemacht. Und wenn wir jetzt auf Eloy kommen, Eloy ist ja zum Beispiel auch auf diesem Crowdrock-Sampler Music for Your Brain reichlich vertreten, auch jetzt auf diesem ganz aktuellen vierten mit Samsung. Das sind Standards, die werden vielleicht, wenn wir jetzt noch 10, 20 Jahre weitergehen oder 30 Jahre, dann sind das musikalische Standards. Und dann ist es euch gegangen, wie all den anderen vorher, auch den großen Klassikern oder sonst was, in den Lebzeiten in Anführungsstrichen vielleicht unterschätzt, verkannt. Und später der wirkliche Stellenwert gesehen. Und ja gut, das ist natürlich, also wenn man sich, man kann, das ist wirklich, eine, man weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass die Musikkultur von heute dann im Rückblick einen völlig anderen Stellenwert hat und auch anders bewertet werden wird, als wir das direkt in dieser Zeit getan haben, oder in der Vergangenheit, muss man ja fast schon sagen. Das ist völlig klar, dass sich da nochmal eine völlig neue Bewertung aufstellt, die vielleicht sogar für uns sehr, sehr positiv ist. Aber es ist natürlich gut, wenn man selber noch was dazu sagen kann, ne? Und nicht nachher irgendein Zerrbild. Ja, natürlich, klar, aber du weißt doch, wie das ist. Also es ist ja schon fast makaber, nicht? Aber wenn die Künstler dann nicht mehr am Leben sind, dann haben es alle gewusst und dann gibt's noch mehr, rauscht noch mehr in den Medienwelt, nicht? Also das sieht man jetzt an dieser Michael Jackson Geschichte und jetzt. Ich sag jetzt mal, wenn man jetzt meinetwegen, man würde jetzt über Eloy in 500 Jahren nur noch einen Verriss finden. Und ja. Daraus dann schließen, also Eloy muss eine ganz schreckliche Gruppe gewesen sein, das ist ja scheiße. Ja, nun muss man natürlich dazu sagen, dass der Journalismus in der Zeit, als es diese Verrisse gab, also gerade wir waren ja nun, also ich habe sowas, so eine, also ich sagen so solche Hasstiraden über eine Band oder über einen Künstler, so habe ich nirgends jemals wieder woanders oder auch hier nicht erlebt. Also das war wirklich, also das hatte wirklich Einmaligkeitscharakter. Und ich habe mir im Nachhinein schon oftmals überlegt oder auch schon damals, also wie ist sowas überhaupt möglich und warum machen die das überhaupt vor allem? Also dazu muss man wissen, dass der Musikjournalist, ich sag's mal so, das ist ein höfliches Wort dafür, dass die Leute, die damals also in der Presse geschrieben haben, da waren unglaublich viele bei, die selbst Musik gemacht haben, also irgendwelchen Gründen es nicht geschafft haben und ihren Frust mit sich rumschleppten. Und da sie es als deutscher Musiker zu nichts Wesentlichem gebracht haben, durfte es ein anderer deutscher Musiker auch möglichst zu nichts bringen. Und immer dann, also es war wirklich auffällig, wenn dann irgendwie so ein Erfolg aufkam und es war nicht zufällig der große Kumpel oder der von ihnen nicht oder irgendwas, was einer aus irgendwelchen persönlichen Gründen mochten oder was auch immer, was selten genug war, dann wurde da also richtig drauf rumgehauen. Und bei uns hat sich da ein komischer Multiplikator entwickelt. Das heißt, irgendjemand hat mal also einen unglaublich schäbigen Artikel geschrieben, das blieb ungestraft, also auch ungeahndet von der Plattenfirma, sag ich mal. Und dann wurden die alle mutig. Dann haben sie gesagt, oh, das ist eine Band, auf der kann man ordentlich rumknüppeln. Das ist das, also wer also als Journalist auf sich hielt, der musste Eloy natürlich richtig ordentlich verreißen und ordentlich draufhauen. Ja. Das, ich weiß ja auch nicht, also du weißt ja, wie das ist, nicht? In anderen Zeiten schmeißen sie alle ein. Aber da kann ich dich beruhigen, also mir ging das so und ich habe ganz viele in meinem Umfeld gehabt, die haben das praktisch gar nicht groß irgendwie beachtet. Also die rein, ich will jetzt nicht sagen Fans, aber so die in der Szene unterwegs waren, die auf Festivals waren oder so, die haben Eloy immer als Band gesehen und dieser ganze Scheiß, ob Gesang und Englisch und was nicht alles, der war völlig unwichtig. Da ging es dann eher darum, sind die Alben zu bombastisch oder nicht, also da ging es um musikalische Fragen. Dieser Journalistenkram, das war nachher irgendwie so eine Art Selbstbefruchter, da haben wir doch auch nur drüber gedacht. Ja, das war wirklich so. Also das sind die Argumente, wenn man das so heute so liest und so weiter. Also da kamen ja Dinger. Also ich hab das heute mal wieder so ein paar rausgeholt. Also heute nicht, sondern vor einigen Tagen mal so beim Aufräumen haben wir mal wieder so ein paar gefunden. Da waren ja Dinger drunter, das ist ja ganz anders geworden. Das Englisch war eine Sache. Wir hatten nur wirklich eine Ära, wo die Texte wirklich sehr esoterisch waren, also Jürgen sie schrieb. Natürlich, gut, dann könnte man natürlich nur sagen, auch der Bornemann, wenn er singt, hat er ja einen deutschen Akzent, na klar habe ich den, ich bin ja Deutscher, was soll ich denn sonst für einen Akzent haben? Wenn die nach Amerika kommen, da hören sie an jeder Ecke und von jedem Dritten einen völlig anderen Dialekt, Akzent und sonst was, da spricht jeder anders, jeder Zweite.
da regt sich kein Mensch drüber auf. Deswegen nicht, weil das völlig normal ist. Der eine kommt, da sind die Eltern aus Italien, die anderen kommen aus Puerto Rico, der dritte ist ein Texaner, der vierte ist noch wieder anders. Also es gibt nicht das gute Englisch. Der Einzige, was mich immer wundert, dass der Einzige, der weiß, wie gutes Englisch sein muss, ist der deutsche Journalist. Ja, der weiß das. Also das ist wirklich, da habe ich mir gedacht, Himmel, da kommst du selbst nach England und denkst dir, na, ist dein Englisch gut genug? Und machst dort Interviews und spielst ja da auch und machst ja auch Entertainment abends. Und machst dir also im Vorfeld Gedanken, was da ist. Und dann habe ich mich mal mit einem Engländer darüber unterhalten. Er hat gesagt, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich abends alles verstehe, was die Leute hier singen. Weil er mir gesagt, es ist ein englisches Teil los und eigentlich sind eure englischen, im Gegenteil, die sind hervorragend. Der hat gesagt, wirklich gutes Englisch. Nun muss man dazu aber auch noch eins sagen, ich habe die als Deutscher, das wussten natürlich diese ganzen Furchengänger nicht, die geschrieben haben, ich habe die Texte ja nicht etwa selbst geschrieben, sondern natürlich habe ich sie komponiert, ich habe die Inhalte gestellt, aber ich habe sie doch nicht in die reine Form gebracht. Das haben Native Speaker gemacht, also Leute, die diese Sprache aus dem FF beherrschten, ja, und zwar nicht irgendwie mit einem Dictionary Englisch rumgefuchtelt haben. Und das ist bis heute so. Ja, also ich meine, inzwischen kann ich es vernünftig, weil ich beruflich mit der Sprache umzugehen hatte. Das kam dann also mit den Jahren dann. Aber jetzt unter uns, die waren absolut tadellos, nicht nur tadellos, die wurden in England gefeiert. Ja, wir hatten Sondersendungen, wo es also wirklich nur um die Inhalte ging. In England. Und kaum kommst du wieder hier an, da kommt so einer an und schreibt dann zum Beispiel. Und es gibt dann noch ein tolles Beispiel. Da schreibt er die bierernsten Verse des Frank Bornemann im Prolog zu Dawn. Ja, also die bierernsten Verse, ich hätte ihm ein bisschen zugerufen, weißt du von dem, die sind von Arthur Rimbaud, ja. da fragst du dich doch wirklich, ob der Mann hat doch einen Kopfschuss. Er muss doch wissen, was er da für eine Scheiße schreibt und von wem die Verse vor allem erstmal sind. Andersrum ist es doch, also, wenn ein Künstler mit Emotionen also kritisiert wird, dann muss es gut sein. Ja, das, so ist es. Ja, das ist tatsächlich so. Und das ging ja weiter, aber ist egal, es lohnt nicht mehr darüber, also heutzutage noch zu philosophieren. Also, es ist überflüssig wie ein Kropf. Ne? Nein, aber ich finde schon ganz gut, dass man es mal kurz anspricht, und zwar gerade eben aus der Rückschau, weil man gesehen hat, heute, aus der heutigen Sicht, dass das erstens Schwachsinn war und zweitens hat sich eine damals eh schon schwache Szene dadurch noch selber geschwächt. Weil dieses ganze Gekämpfe und Gekranze, was da abgelaufen ist, da haben die anderen doch nur begeistert sich angeguckt und haben gesagt, na gut, siehst du, da, die Konkurrenz macht sich selber nieder. Und das haben die teilweise ja nicht begriffen, die Journalisten. Ja. Ihre eigenen Leute schwächen. Ne? Also ja, natürlich, klar. Also gut, wir hatten natürlich das Glück, dass wir sehr, sagen wir, resistente Fangemeinde hatten, die einfach dagegen gestemmt hatten, das interessiert uns nicht. Wir hatten die Konzerte voll und wir haben unsere Platten sehr gut verkauft. Aber, und dann weiß man eben, also okay, man in Deutschland kann man eben, muss man bei der Medienarbeit ein bisschen vorsichtig sein oder ein bisschen aufpassen und darf sich vor allen Dingen nicht davon runterziehen lassen selber, nicht? Das ist ja das Gefährliche daran, dass man, wenn man sehr jung noch ist, sage ich mal, und dann eben, wo man alles glaubt, was in der Zeitung steht, und dann kommt dann sowas, dann das ist schon im ersten Moment, das ist erstmal schockierend, nicht? Und da muss man dann erstmal mit zurechtkommen. Aber heute, ich meine jetzt heute, wo es praktisch so eine Art Fachsparte ist, erlebst du das heute nicht, dass die Journalisten heute da wesentlich dezidierter damit umgehen und, sagen wir mal, sachlicher und fachlicher und ein bisschen vernünftiger das machen? Ja, selbstverständlich. Es gibt immer mal so einen Ausbrecher, ne? Also die wird es immer mal geben, aber du hast völlig recht, das beobachte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das war auch schon jetzt bei den letzten Alben nicht mehr der Fall. Also sowas wie in den 70er Jahren oder Anfang der 80er, was man sich da angehört hat, das ist das Passé, ne? Gott sei Dank. Und auch jetzt, wo ich ja noch auch andere Künstler produziere und natürlich auch darauf achte, dass oder mich dafür vor allem interessiere, was da draußen auch an Medienreaktionen ist, da muss ich sagen, das ist deutlich besser geworden. Heute muss man sich eher Gedanken machen, also als junger Künstler, der jetzt also meinetwegen aufstrebt, da muss man sich Gedanken machen über die eigene Wahrnehmung. Da ist eine Gleichgültigkeit reingekommen und eine belanglose Haltung gegenüber jeglicher Art von Musik, auch guter Musik. Also da muss man sich ein bisschen durch diese Lethargie kämpfen, die da herrscht. Aber ansonsten, aber wenn dann, wie gesagt, irgendwas kommt, dann muss ich schon sagen, es ist anders, klar. Es ist ein anderes Klima. Ja, Frank, jetzt erstmal für alle, die jetzt sowieso neugierig sind, wo können die sich informieren? Kannst du mal so eure Webseite oder Facebook oder MySpace, wo kann man... Ja, es gibt also jetzt in Gott sei Dank endlich mal eine Webseite, die wirklich offiziell ist und die auch auf dem Laufenden ist. Denn wie gesagt, wir haben ja als Band die ganze Zeit gar nicht existiert, von daher gab es auch nichts. Aber jetzt gibt es, das nennt sich EloyLegacy.com. Das ist also die offizielle Webseite, wo man auch alles an Informationen kriegt und wo man
auch kommunizieren kann. Und das, sie ist immer noch, wird immer noch ausgebaut, aber das ist schon sehr, sehr weit alles und man kann dort auf jeden Fall mit uns in Kontakt treten. Also das ist Eloy Legacy und dann .com. Und das kriegt man dort, also im Internet. Wenn man das also auf Google eingibt, dann ist man auf dieser Website. Jo. Und da gibt es alles. Also alles an Informationen und man kann kommunizieren. Es gibt sogar ein Shop eingerichtet worden, also wo man auch gewisse Sachen kriegt. Man kann dort also auch an die Platten kommen, die man vielleicht jetzt irgendwo, was ich im Laden gerade nicht kriegt oder ich weiß nicht, von wo die Leute dann jeweils uns anschreiben, dann wo sie vielleicht Schwierigkeiten haben, an diese Dinge ranzukommen, dann ist es dann auf jeden Fall möglich, über diesen Shop die Sachen auch zu kriegen. Also Visionary ist jetzt also seit dem 20. November raus, hat 7 schöne Stücke und sollte eigentlich überall zu bekommen sein, oder? Ja, das bei Visionary ist das, mache ich mir da wenig Sorgen. Das wird in Deutschland überall erhältlich sein und auch auf den Versandportalen, also wie meinetwegen Amazon oder so, kann man das auch bestellen natürlich. Oder auch bei uns im Shop. Wir machen, Martin macht eine Signature sozusagen, Auflage, wo ich eben die ganzen Sachen signiere. Also mit handsignierte Platten wird er da versenden. Und ja, also da sollte es kein Problem geben. Also ein Visionary kommt jeder ran, wird auch in ganz Europa übrigens veröffentlicht, also in jedem Land hier, soweit ich weiß. Und auch wird sogar in Amerika veröffentlicht, allerdings nicht mehr in diesem Jahr, sondern Anfang nächsten Jahres. Und jetzt habe ich gestern war es, als Martin mir sagte, dass also es eine Anfrage aus Russland gibt und wahrscheinlich wird es in Russland auch veröffentlicht. Also ganz offiziell. Also nicht irgendwie so eine Räuberveröffentlichung, irgendwie so ein Bootleg oder was, sondern die wollen auch tatsächlich eine Lizenz für dieses Album haben. Also ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie das auch bei den anderen so gesehen wird. Mich persönlich hat es also sehr gefreut. Es war eine Überraschung. Ähnlich wie bei euch im Forum ja auch immer gesagt wird, ein schönes Vorweihnachtsgeschenk, beziehungsweise also eben wirklich etwas, ein Lebenszeichen, wo man gar nicht mit gerechnet hat, also nicht, dass wir euch für tot gehalten haben, aber es ist schon wirklich schön, dass das so klappt. Und da muss man jetzt natürlich fragen, Aussicht, kannst du dir vorstellen, dass so in sporadischen Abständen immer mal was kommt, oder wie ist das so angedacht? Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, denn ich hatte so den Eindruck, als wir dieses Album gemacht haben, so nach und nach, dass alle sehr viel Spaß daran hatten und ich glaube, jeder Lust hat, auch gerne nochmal was zu machen. Also die gingen alle wieder und haben gesagt, Mensch, das hat richtig Spaß gemacht und wenn noch was ist, dann machen wir wieder mit. Und von daher würde ich vermuten, dass es weitergeht. Das ist ja auch so einer von den gangbaren Wegen, die wir also als Jam Rock auch immer gefordert haben, dass man sagen kann, okay, nicht jeder, genau wie du schon sagst, kann aus seinem persönlichen Umfeld oder vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen heraus irgendwie wieder auf Tour. Aber wenn man doch noch genug Musikalisches zu sagen hat, dass man eben im Studio das macht und dass ihr das jetzt so gemacht habt, hat mich sehr gefreut, dass wir beide uns jetzt unterhalten haben sowieso. Okay. Und ja, wenn da sonst nichts mehr weiter ist, dann würde ich sagen, möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken für das wirklich informative Gespräch, Frank. Ja, gern. Ich habe mich auch gefreut und dass ich Gelegenheit bekommen habe, es auch wirklich mal etwas ausführlicher alles zu schildern. Ja, schönen Dank. Tschüss. Bis dann. Tschüss.